Wir Freie Demokraten sind für Menschlichkeit und Rechtsstaat, für faire Spielregeln, die eingehalten werden und für Menschenrechte und Bürgerrechte. Hier im Waldhaus hat sich folgende Geschichte zugetragen. Tamu aus Sri Lanka war Kinderkrieger und konnte als junger Erwachsener fliehen nach Deutschland. Er hat dann hier im Waldhaus Arbeit gefunden, hat die Sprache gelernt, hat 3 Jahre hier gearbeitet, aber hat nie einen Aufenthaltsstatus bekommen, ist vor wenigen Wochen abgeholt worden in Abschiebehaft und wird wohl zurückreisen müssen nach Sri Lanka. Der Schaden von solchen Geschichten ist immens. Erstens, viel zu oft müssen die Guten gehen, viel zu oft dürfen die Falschen bleiben. Und das Schlimmste, das Vertrauen in unseren Rechtsstaat geht verloren. Wir Freie Demokraten fordern deshalb endlich ein Einwanderungsgesetz, das wir dringend brauchen, um Kriegsflüchtlingen humanitären Schutz zu bieten und Einwanderern, die unsere Sprache lernen, die hier bleiben möchten, um vor Krieg und Hunger zu fliehen, die Arbeit haben, wo die Arbeitgeber sagen, wir brauchen diese Leute, wir haben Fachkräftemangel, wir freuen uns, wenn jemand zu uns kommt und für uns arbeiten kann, dass die endlich einen sicheren Aufenthaltsstatus bekommen. Auch in der Einwanderungspolitik heißt es, Zukunft schmieden, denken wir neu.